Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Moin, moin. Es geht weiter im Let's Play Landwirtschaftssimulator. Heute spiele ich heute Abend. Was ist eigentlich? Heute ist Mittwochabend. Ich spiele jetzt schon eine halbe Stunde Multiplayer und keiner will mit mir spielen. Ein bisschen mit hier zocken, damit wir schneller vorankommen. Liegt vielleicht daran, Nordfriesischer Marsch habe ich hier Version 1.3. Die müsst ihr natürlich auch haben. So ein paar zusätzliche Mods. Das wird euch aber angezeigt. Und ich werde auch demnächst mal wieder online Multiplayer-mäßig spielen, weil hier die Aufnahme scheint es nicht zu beeinträchtigen. Ich weiß noch nicht, wie es dann ist, wenn hier mehrere Leute auf der Map gleichzeitig mit mir spielen. Wir werden es sehen. So, wo sind wir? Wir sind hier beim großen Raps-Seemarathon. Vier Felder am Stück Rapsseen. Eins haben wir schon. Wir haben hier die Helfer, die hier für uns die Arbeit wieder verrichten werden. Und wir kümmern uns dann gleich um Silage. Ne, was hatten wir vor? Diese Folge wollten wir, glaube ich, ein bisschen ins Holz gehen. Mach mal, ja. Weil wir werden jetzt ja noch wieder Geld verlieren, Anführungsstrichen. Aber es kostet natürlich immer was, hier die Felder zu bestellen. Ja, reicht, um 6 Tage zu füttern. Wir haben hier noch irgendwie so ein bisschen Erdfrüchte drinne. Sollen wir schnell mal gucken, wo können wir das Zeugs denn verkaufen eigentlich noch? Kartoffeln oder Zuckerrüben haben wir. Ja, Zuckerrüben. Können wir am Bahnhof verkaufen? Können wir im Depot verkaufen? Im Diner, Getreidemühle, Metzger, Restaurant nimmt auch Zuckerrüben. Restaurant ist in der Nähe, hört sich gut an. Machen wir also. Ja, scharfe Links-Rechts-Kombination. Ja, ist ja auch ganz praktisch eigentlich. Dann sind wir mit dem Traktor hier schon fast direkt sowieso beim Holz. Bei unserem Sägewerk, wo wir jetzt schnell mal ein paar Bäume verkaufen. Bisschen Puffer haben wollen auf dem Konto. Das wird dann auch diese Folge, denke ich, hauptsächlich wieder der Fall sein. So, stopp. Abkippen. Haben wir natürlich schon wieder ein bisschen Geld. Aber damit kommen wir natürlich noch nicht wirklich weit. Gucken wir mal zum Sägewerk, was hier Sache ist. Und dann müssen wir mal wieder ein bisschen mit dem Frontlader üben. Ist ja schon wieder ein bisschen her, wo ich das letzte Mal Frontlader hier gespielt habe. Und irgendwie merke ich, man vergisst doch immer mehr. Aber ihr seht, sieht gut aus. Wir haben hier... Oh, ich glaube, den Hänger lassen wir einfach mal hier schon stehen, ne? Ja, Hänger lassen wir mitten auf der Straße stehen, sieht ja keiner. Das Frontgewicht packen wir wieder nach hinten, damit wir ein bisschen Gegengewicht haben. Und jetzt sind wir mal gespannt, ob wir noch so viel Geld für die Bäume kriegen wie noch vor dem Update. Ob ich es in der Map-Einstellung ändern kann oder ob es eine globale Einstellung ist. Wenn wir rausfinden, werden wir sehen. Auf jeden Fall wollen wir schnell ein bisschen Geld machen. Wir haben natürlich das Glück, ich musste zwischendurch ja, da ich eine neue Map-Version hier habe, Neustart machen der Map. Und so haben wir wieder Bäume ziemlich nah hier beim Sägewerk. Die haben wir jetzt auch schon, das ist glaube ich das Let's Play, würde ich sagen, ist das glaube ich das dritte Mal, dass ich diesen... Reicht das nicht? Ah, ich weiß es nicht, wir werden es gleich sehen. Ich gehe nochmal hier rüber. Mach mal schnell den Tanne weg. Ist ja jetzt schon, was haben wir heute, den 10.12. Bald ist Weihnachten. Deswegen brauchen wir einen Tannenbaum. Haben wir einen schönen großen Tannenbaum gerade gefällt. Brauchen auch noch ein Brennholz für den Ofen, damit es immer schön warm ist. Fällen wir jetzt noch diesen Baum. Der fällt zumindest auch gleich mal runter. Nein. Den nehmen wir auch noch weg. Baum fällt. Oder Baum rutscht und auf uns gefallen. Wir haben überlebt, können unseren blauen New Holland Traktor. Jetzt sind wir gespannt, was kriegen wir an Geld für diese Bäume.
Wie viel Geld gibt es noch? Oh, stopp, stopp, stopp. Ich wollte von der anderen Seite. Sind ja eigentlich auch wieder ziemlich große Bäume hier, die wir gerade gefällt haben. Ich bin mal gespannt, ob wir es wieder hinkriegen. Oder wir schieben den einfach rein. Das ist sowieso, glaube ich, das Einfachste. So, 6.700. Was kriegen wir? 10.500. Das habt ihr ganz schön gut runterreguliert, würde ich sagen, mit dem neuen Update. Hat nur noch 4.000 gebracht. Ich glaube, sonst waren es 20.000. Ich weiß nicht, würde natürlich jetzt bedeuten, Hackschnitzel und sowas lohnt sich dann doch. Vielleicht lohnt sich auch fertig verarbeitetes Holz dann ganz gut. Dass man da mehr Geld für kriegt. Wenn man mit diesen größeren Fellmaschinen da arbeitet und diese Stämme so gut vorbereitet. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich denke mal, wenn wir irgendwann Multiplayer spielen, ich spiele hier Multiplayer, hoffen wir irgendwann auf Mitspieler, dass man dann sowas auch irgendwann mal in Angriff nimmt. Dann kriegen wir für die wahrscheinlich nur noch 2.000-3.000, ne? Ups. Das ist natürlich so eine Sache, okay, wir nehmen zwar schnell ein bisschen Geld ein, aber dass man jetzt sagt, ich verdiene in einer Folge so viel Geld, um mir einen neuen Traktor zu kaufen oder irgendwas anderes, wart wohl nichts mehr. Aber gut, finde es dann auch nicht so schlimm. Das andere war noch ein bisschen übertrieben. Übertrieben viel Einnahmen. Aber zumindest haben wir unser kleines Polster gleich schon mal. Was wir gerne haben wollten. So, zieh, Junge, zieh, du schaffst es. Nicht. Nicht ganz schafft das. Ja, also kann man sagen, ne? Viel weniger Geld mit Holz jetzt nach dem neuen Update vom Landwirtschaftssimulator. Aber ein bisschen ist doch ein bisschen besser, finde ich zumindest. Auch wenn wir jetzt nicht mehr so schnell hier Geld sammeln. Wie vorher sammeln wir trotzdem noch ein bisschen. Was ist denn das hier? Fahr doch mal. Er will er immer noch nicht. Ich dachte, der rollt da jetzt noch irgendwie rein. Das hat nicht so gut geklappt. Aber finde ich das Problem sein, genau, den einfach reinzuschieben. 17.000 haben wir. Setzen wir auch gleich lieber von hier an. Ja, bessere Möglichkeiten. Ja, aber sonst muss ich sagen, von der Lenkung her wollte ich gerade sagen, sind wir doch ein bisschen besser mittlerweile geworden. Wir kriegen die Bäume recht schnell an die Gabel. Das ist dann doch ein bisschen Übung einfach gewesen. So. Versuchen wir einfach rückwärts zu ziehen. Klappt nicht so gut. Gar nicht so gut. So, wieder spinziges Stück. Oh nein. Ach, gibt's noch größere Traktor für Bäume? Ich weiß es nicht. Ich lass mal los. Dann richtet er sich zumindest wieder auf. So müsste es funktionieren. Ja, 20.000. Ja, immerhin, ne? Was machen die Helfer? Gucken wir mal erstmal wieder. Ja,
ist noch ganz gut was nach, kann man sagen. Sorry. So, I will have a look. Das kosten Sparer. Der große kostet 75.000. Für den kriegen wir wahrscheinlich noch 16.000. Dann hätten wir 36, fehlen also immer noch 40. 40.000 fehlen uns. Ne, für den kriegen wir so 8.500. Aber für die kriegen wir 12.000 für die Rundballensammeldingsformstar. Also 20.000, 40, 35. Kriegen wir 35.000 von Bäumen. Das würde heißen, wir müssten 10 Stück oder so verkaufen. Ne? Das ist ein bisschen blöd. Nee. Ich lasse erstmal Bäume sein. Also ja, mal dazu. Dass wir mit dem hier mal zurück zum Hof fahren, uns unseren kleinen Sparer holen. Weil, wie gesagt, so viel Geld kriegen wir jetzt nicht auf die Schnelle zusammen. Aber ich sehe gerade, warum haut so. Wieso rennt das Geld jetzt so? Das rennt doch gerade eben nicht so. Das sah auch alles gut aus. Hier wollen wir jetzt gleich zwei Felder Schwatt fertig machen, dann müssen wir den Silagewagen einsammeln können. Das Geld rast echt richtig runter, aber wie ich ja schon mal sagte, unser Helfer fand hier gutes Geld. Ich kann auch nochmal gut Hilfe von euch gebrauchen. Ich spiele hier Multiplayer. Würde mich immer freuen, wenn ihr mitspielt. Unter Let's Play LS15/YouTube auf dem deutschen Multiplayer-Server. Ganz normal über Spielstart. Findet ihr mich hier mit der Map Nordfriesischen Marsch Version 1.3, die ihr im Download hier immer in dieser Beschreibung findet. Kann auch sein, dass irgendwann eine 1.4 gibt, findet ihr sie auch in der Beschreibung, aber noch sind wir bei 1.3 und ich habe auch noch nicht mit 1.4 oder so angefangen, weil mir da einfach derzeit die Zeit, ehrlich gesagt, zu fehlt. Hier abkoppeln. Cool. Genau, sehr gut. Hat er gemacht. So, lädt er ab, bringt er weg. Hat er gleich auch gemacht. Sehr gut. Ich glaube, Frontgewicht brauchen wir gar nicht zwingend hier. Ist sowieso ein großer Traktor. Ups, bisschen. So. Na gut, durch das Bäume verkaufen haben wir jetzt, wie gesagt, zumindest diesen kleinen Puffer. Auch wenn wir jetzt leider nicht genug Geld hatten, um uns einen größeren Schwader hier zu kaufen. Der mit 4. Nein, wir haben es ja mit 2. Dauert ein bisschen länger dann, aber gut. Ist dann so. Ich will jetzt nicht noch mehr Geräte verkaufen. Geräte haben wir uns ja doch teuer erarbeitet, wenn ihr mal so seht. Das ist jetzt, weiß ich nicht, Folge 53, 54. Schon ganz schön viele Folgen Let's Play. Und bisher sind wir immer noch nicht der reichste Landwirt hier. Noch nicht der erfolgreichste Landwirt der Nation, Hans Robert. Da musst du dich noch ein bisschen anstrengen. Muss mal ein bisschen mehr Gas geben hier. Oh, falsche Richtung. Ja, ne, spiegelverkehrt. Haha. Habt ihr nicht gesehen? Nein, habt ihr nicht gesehen. Gut, dass keiner dieses Video gesehen hat. Pech. Wir haben eine kleine Pirouette gedreht und fahren jetzt weiter Richtung Feld. Können wir schon mal ausklappen. Hier ist ja nichts, kein Hindernis mehr. So, anschalten und senken und gib ihm. Unsere Helfer beim Rapssehen werden ja noch ein bisschen brauchen. Man sieht das so schlecht, ne? Also texturmäßig wird es auf jeden Fall in der nächsten 1.4 Version ein bisschen sich was getan haben, weil ich finde, man sieht das nicht so schlecht. Nicht so schlecht, man sieht das ziemlich schlecht. Oder ich habe was mit den Augen. Was sagt ihr dazu? Man sieht es eigentlich fast gar nicht teilweise, muss ich sagen.
So, muss irgendwie in der Textur nochmal was ändern da. Entweder muss der Schwatt anders aussehen oder das gemähte Gras muss anders aussehen, damit der Schwatt sich davon besser abhebt. Irgendwas muss hier abheben, damit wir an Optik dazu gewinnen. Aber gut, erstmal werden wir uns damit begnügen müssen. So, hier mit dem fetten Traktor, der erstmal alles platt fährt eigentlich. Bisschen zu groß hier. Eigentlich ist der Traktor für unsere ganzen Geräte fast noch zu groß. Aber irgendwann werden wir größere Geräte haben. Und auch hier werden wir schon eine ganze Menge Silage einfahren können für unsere Biogas. Dann sind wir mal gespannt, was wir da so an Geld kriegen, weil Biogas ist ja ein ziemlich lukrativer Markt eigentlich. Hoffe ich mal, dass sie das hier im Spiel auch so gemacht haben, dass man da ganz gut Geld mit verdient. Und ein bisschen Silage wollen wir eben auch für Tiere aufbewahren. Ich dachte vielleicht auch schon ein bisschen was ins Futterlager zu kippen. Dann hat man da immer ein bisschen Gras auf Halde zu haben, kann ja nie schaden. Das lassen wir jetzt mal nicht weiter kommentieren. Ja, aber wie gesagt, wir wollen mal gucken, was die Biogasanlage uns so an Geld bringen kann. Das werden wir auf jeden Fall in irgendwelchen nächsten Folgen dann mal sehen. Das schaffe ich jetzt nicht. Was sagt ihr eigentlich so zu der Folgenlänge? So 15 Minuten, 20 Minuten Folgen. Wollt ihr lieber eine halbe Stunde? Eine Stunde wird schon wieder zu eng, weil meine Upload-Geschwindigkeit dann ziemlich schlecht ist und ich in Gefahr laufe bei YouTube, dass da irgendwas nicht so gut funktioniert. Das war auch blöd hier. Eigentlich wollte ich doch hier auf die längste Seite immer die machen. Machen wir jetzt auch gleich. Fahren jetzt erstmal wieder so zurück. Drehen hier unsere Kreise. So schlecht ist er ja schon gar nicht, wenn man jetzt denkt, dass man den kleinsten hätte. Dann wären wir hier auch Stunden mit zugange, nur über irgendwie zwei Felder mal fertig zu kriegen. Ich spiele hier ja, wie gesagt, immer noch Multiplayer. Leider bin ich immer noch Singleplayer. Ich hoffe mal, es liegt nicht an der Map. Das Technische, dass es da irgendwelche Fehler gibt im Multiplayer. Also bei mir scheint es ja hier zu funktionieren. Eigentlich müsstet ihr mich finden. Aber ich habe jetzt auch nicht irgendwo angefragt oder Werbung dafür gemacht. Ich denke mal, wenn ihr es seht, guckt in Zukunft mal rein im Multiplayer-Bereich. Und ich denke, dann kann man mal hier gemeinsam ein bisschen vorankommen. Dann kommen wir auch ein bisschen schneller voran als die anderen vielleicht. Und werden tatsächlich der größte Landwirt hier. Noch ist ja nicht aller Tage Abend. Ach, scheiße. Habt ihr nicht gehört? Nein, macht ja nichts. Ups, sagen wir da, ne? Ja, genau. Dachte jetzt, ich muss das dann vielleicht immer abschalten. Ist ein bisschen schwierig mit der Maus zu lenken und gleichzeitig mit B abzuschalten, weil man blöd umgreift. Passiert so ein Blödsinn. Wollte ja eigentlich eine schöne Line jetzt hier ziehen. Dass ich auch mal nicht weiter kommentieren werde. Auf jeden Fall machen wir schön gerade Linien. Sagen wir es lieber so. Ups, ja genau, wir schalten es dann durch einfach mal aus. Und versuchen jetzt. Gut war das nicht, weil ich jetzt hier viel zu viel doppelt fahre sozusagen. Doppelfahren. Ist blöd. Stimmt's? Ja, stimmt. Sehr gut, dass jemand zustimmt. Jetzt sollte man immer kurz anhalten, den einmal abschalten. Neu ansetzen, anschalten, weiterfahren. Dauert ein bisschen länger, aber die Reihen hier werden deutlich besser.
Und wir haben es dann nachher mit dem Silagewagen auch eben deutlich einfacher beim Einfahren. Sieht auch irgendwie gar nicht so aus, als würde das mehr werden, wenn man es zusammen macht. Ich weiß es gar nicht, ob das Sinn macht, ob die das richtig programmiert haben, dass solche Reihen eben deutlich mehr verbrauchen, also hier Ladewagen voll machen, als wenn man nur so rüberfährt. Ich weiß es nicht. Ja, da hat man gesehen, ich habe ein bisschen spät angeschaltet und prompt die Reihe ist nicht gut geworden. Aber egal, ich fahre jetzt einfach hier nochmal rum. Hier nochmal ein bisschen diesen großen Knick hier rauskriegen. Das ist ja auch schon wieder auf diesem Feld hier gar nicht mehr so viel mit Schwanen. Und dann sind wir hier schon mal fertig. Müssen dann noch das andere Feld schnell zu Schwaden machen. Fertig für den Silagewagen vorbereiten. Aber dann werden wir erstmal schnell zu den Helfern gucken. Ich weiß gar nicht, was sehe ich hier unten auf der Map eigentlich auch nicht. Kann man das auf der anderen Übersichtsmap sehen? Aber ist ja auch egal, ne? 9, vielleicht ist es 9. Naja, sieht man nicht. Doch, sieht man die Helfer. Das ist ja cool. Das ist ein bisschen praktisch, weil jetzt haben wir gerade Zeit. Ne? Jetzt fahren wir einigermaßen gerade, haben Zeit. Seht ihr oben, der eine fährt noch, der andere steht. Und wenn er steht, heißt das für uns, wir müssen gucken, was macht der Helfer. Der Helfer ist an den Baum gefahren. Das war natürlich nicht so geschickt von dir hier, Helferkollege. Hat der andere doch schon ein ganzes Stück mehr geschafft. Er steht hier vielleicht auch schon ein bisschen länger. Oder? Naja, gut, ein bisschen hat er doch schon geschafft. Muss er jetzt weitermachen hier. Hat es natürlich ein bisschen Geld gekostet. Aber jetzt auch nicht so. War jetzt nicht so schlimm, sag ich mal. So. Die verrichten hier weiter ihre Arbeit. Ich denke mal, das wird es erstmal für diese Folge gewesen sein. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch etwas gefallen. Und ich sehe euch auch in der nächsten Folge wieder. Bis dann.